أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. الله. Wie alt bist du? Ich bin 17. 17, MashaAllah, MashaAllah, Schwester. Und also die Bedeutung vom Glaubensbekenntnis kennst du. Ja, genau. Also ich bezeuge, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Wenn man bezeugt, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah, dann muss man nur Allah anbeten und keinen anderen. Nicht das Geld und nicht den Ehemann und nicht eine Frau und nicht eine Regierung und nicht ein Arbeitsgeber. Denn Befehlshaber ist der allmächtige Gott. Also du darfst zum Beispiel deinem Mann nicht gehorchen, wenn es um Allahs Gesetze geht. Wenn dein Mann jetzt dir sagt, du darfst kein Kopftuch tragen, du darfst ihm nicht gehorchen. Natürlich musst du deinem Mann gehorchen in Dingen, die, sage ich mal, Allahs Gesetze nicht widersprechen. Das ist die Bedingung vom Glaubensbekenntnis, dass der Mensch, dass der Muslim nur Allah dient. Diener im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Islam. Ja. Ja? Hast du Fragen, Schwester? Im Moment fällt mir nichts ein. Ah ja, genau, da habe ich eine Frage. Ja. Und zwar, man muss ja die Ganzwaschung machen, wenn man unrein ist. Und bei einer Frau, die dann lange Haare hat. Also Ghusl ist die Komplettwaschung nach Geschlechtsverkehr. Weil ich habe gelesen, wenn die Frau ihre Haare geflochten hat, dann darf sie die geflochten lassen. Ja, und wo ist das Problem, wenn man die Haare wischt? Nee, ich wollte es nur genau wissen. Also was für einen Mann gilt, gilt für eine Frau auch. Also die Frau muss auch ihre Haare waschen. Okay. Wie gesagt, wenn was ist, ruf uns immer an. Okay, danke. Okay, Schwester. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.